1974 film The Godfather 2. In dem Film Der Pate 2 gibt es eine Szene, in der Michael Corleone und die anderen US-Gangster in Havanna Hyman Roths 67. Geburtstag feiern. Und Hyman schneidet jedem von ihnen ein Stück Torte ab. Dir gehört die Copacabana, du kontrollierst die Prostituierten. Er teilt die Insel unter den amerikanischen Gangstern auf. Die Torte hat passenderweise die Form von Kuba. Er gibt also jedem ein Stück Kuba und sagt, ist es nicht toll, in einem Land zu leben, das privates Unternehmertum respektiert? Genau so hat man in den letzten 50 Jahren bei uns Medienpolitik gemacht. Und es wird immer schlimmer. Mächtige Lobbyisten teilen sich hinter verschlossenen Türen die größten Stücke des Kuchens. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Sie weiß nichts davon. Der junge Rupert Murdoch erbt 1954 seine erste Zeitung. 4 Jahre später kauft er seinen ersten Fernsehsender. 1983 seinen ersten Kabelkanal. Die Medien sind das Nervensystem einer Demokratie. Wenn sie nicht funktionieren, funktioniert auch die Demokratie nicht. Wir stehen vor einer Wahl, bei der die meisten weder Kerry noch Bush persönlich kennen. Was sie über die Kandidaten erfahren, ist nur das, was die Medien ihnen zeigen, beziehungsweise was sie nicht zeigen. Heute gehören Murdoch 9 Satellitenstationen, 100 Kabelkanäle, 175 Zeitungen, 40 Fernsehsender und ein Filmstudio. Wir alle müssen wichtige Entscheidungen über die Zukunft des Landes treffen, wenn wir in die Wahlzelle gehen. Und ich habe im Lauf des bisherigen Wahlkampfes schon so viele falsche, verzerrte und karikierende Informationen erhalten, die vom Kabelfernsehen oder vom Radio bis zum Überdruss wiederholt worden sind, dass ich oft gar nicht mehr weiß, woher sie ursprünglich stammen. Und dieses mediale Umfeld unterminiert die Grundlagen der Demokratie, die darauf beruht, dass wir aufgrund guter und verlässlicher Informationen eine überlegte Entscheidung treffen können. Fundamentally undermining democracy, which is based on knowing some good and solid information, so I can make an informed choice. Murdochs Fernsehsender erreichen in den USA 280 Millionen Menschen, in Asien 300 Millionen und seine Kabelkanäle 300 Millionen Haushalte. When you see the properties Rupert Murdoch owns around the world, the strong conservative point of view. Die extrem konservativen Standpunkte, die Murdochs Medien auf der ganzen Welt reflektieren, sind ganz anders als jene von ABC, CBS oder NBC. Auch diese Stationen vertreten eine Meinung, sind aber längst nicht so intolerant und ideologisch fixiert. Murdoch actually bought the station in 1985. Murdoch kaufte den Sender schon 1985, ließ uns aber die ersten 3 Jahre danach ungestört weiterarbeiten, weil wir so erfolgreich waren, dass er keinen Grund sah, sich einzumischen. Unser Erfolg isolierte uns bis zu einem gewissen Grad. Es war, als ob du merkst, dass im Büro alle die Grippe kriegen. Natürlich konnten auch wir uns anstecken, aber wir hofften, sie durch genügend Vitamine abzuwehren. Während jener Jahre war klar, dass Murdoch, der Ronald Reagan immer schon vergöttert hatte, die Republikaner, die den Kongress kontrollierten und in Capitol Hill saßen, sehr bewunderte. Wir bekamen Order von einem von Murdochs Apparatschiks, die Nachrichten zu unterbrechen und eine katzbuckelnde Lobeshymne auf Ronald Reagan auszustrahlen, die beim Republikanertreffen gezeigt wurde. Wir waren wie vom Donner gerührt, da wir bis dahin legitime Nachrichten hatten senden dürfen. Und plötzlich befahl man uns von ganz oben, republikanische, rechtslastige Propaganda zu machen. Gewisse gesellschaftspolitische Themen waren bei Murdoch äußerst unbeliebt. Rassenfragen, AIDS. Er beschwerte sich ständig, dass zu viel über AIDS gemacht wurde. Und die Kennedys konnte er auch nicht leiden. Ted Kennedy war ein Langzeitwidersacher von Rupert Murdoch. Und zu einem bestimmten Anlass mussten wir ein langes, ungeschnittenes Stück aus der Sendung A Current Affair zeigen, das die ganze Geschichte von Chappaquiddick wieder aufwärmte.
Der Nachrichtenwert war null, aber wir durften nicht nur einen Ausschnitt nehmen, sondern mussten das Ganze bringen. In späteren Jahren wurde Fox News, und vor allem nachdem Roger Ailes den Kanal übernommen hatte, dann wesentlich raffinierter und professioneller. Aber wir erlebten damals gewissermaßen die Geburtsstunde dieser tendenziösen Sendungen, wie sie später immer häufiger vorkamen. Ich freue mich sehr, Ihnen jetzt endlich den Start eines neuen Fox-Nachrichtenkanals ankündigen zu dürfen. Wir werden uns bemühen, Sie auf jedem Gebiet am ausführlichsten zu informieren. Wir wollen gute Journalisten sein und wieder Objektivität in die Nachrichten bringen. Falls jemand aufgrund meines Backgrounds daran Zweifel hat, kann ich nur sagen, dass ich der Politik vor Jahren den Rücken gekehrt habe und dieses Unternehmen nun schon 2 Jahre leite. Wir setzen einfach auf sauberen und ausgewogenen Journalismus. Ausgewogen? Wir berichten, Sie entscheiden. Ich war 3 Jahre Fox-Angestellter bei den Nachrichten. Vor oder hinter der Kamera? Darauf möchte ich nicht antworten. Ich bleibe lieber anonym. Sie werden doch meine Stimme verfremden, oder? Ich habe schon von etlichen Mitarbeitern und Korrespondenten gehört, dass sie schwere Bedenken haben, als würden sie von einem stalinistischen System überwacht. Sie haben Angst davor, mit den falschen Leuten gesehen zu werden oder den falschen E-Mail-Verkehr zu haben. Entweder bist du einer von uns oder einer von ihnen. Als ich von Fox wegging, gab es etliche an der Spitze des Unternehmens, die meine Karriere ruinieren wollten, weil ich mich geweigert hatte, ihre Vertraulichkeitserklärung zu unterschreiben. Allein deshalb versuchten sie alles, damit ich keinen Job mehr bekäme. Es herrscht eine Atmosphäre der Angst. Man ließ uns wissen, dass unsere Aktivitäten aufgezeichnet wurden. Und wenn zufällig gerade niemand live zusah, würden sie das nachholen, um zu sehen, was wir so machten. Man sagte uns, wir wären weniger eine Nachrichtenredaktion als vielmehr die Verkäufer einer Weltanschauung. Fox hat mich erfolgreich als nicht vertrauenswürdig gebrandmarkt. Deshalb habe ich auch schon Probleme mit meinem derzeitigen Arbeitgeber. Man hatte mich gewarnt. Einige Leute hatten mich beiseite genommen und gesagt, wir wissen, du willst arbeiten und brauchst einen Job, aber überleg dir das lieber noch einmal, denn dieser Nachrichtenkanal ist wirklich sehr konservativ. Da ich bei Fox gelernt habe, Comedy zu schreiben, sollte ich jetzt vielleicht auch in Clubs auftreten. Wenn du andere Vorstellungen als die Hierarchie New York hast und ihre Ansichten in Frage stellst, dann bist du schon Geschichte. Ihre Recherchen haben sicher auf die Aktennotizen von John Moody und Roger Ailes zutage gebracht. Diese täglichen Botschaften und Agenten haben sehr politische Zwecke. Behandeln Sie in aller Ausführlichkeit den Streit über die Richternominierungen, über die der Präsident heute Morgen sprechen wird. Nominierte, die beiden Seiten als qualifiziert gelten, müssen wegen ihrer möglichen, nicht unbedingt zur Schau getragenen Einstellung zur Frage der Abtreibung aufgehalten werden. Das sollte heute und in den kommenden Tagen Thema Nummer 1 für Fox News sein. Die Chefredakteure in New York oder Washington machten keine Andeutungen, sondern sagten klipp und klar, was sie von uns erwarteten. Die sogenannte 9-11-Kommission hat bereits getagt. Hier geht es aber nicht darum, was und wann jemand etwas gewusst hat. Machen Sie daraus kein Watergate. Jeden Morgen lag eine detaillierte Liste der Themen auf, über die man zu reden oder nicht zu reden hatte. Kerry wird vermutlich nicht nur über Georgetown sprechen, sondern auch das Thema Irak aufgreifen. Deshalb sollten wir den Beginn seiner Rede auf neue Informationen überprüfen und dann sehen, ob andere Nachrichten nicht zwingender sind. Es ist nicht nötig, sie von Anfang bis Ende zu übertragen.
Sie verfassten tatsächlich Erlässe, um zu kontrollieren, was die Reporter sagen können und was nicht. Nennen wir die US Marines im Vordergrund doch lieber Scharfschützen statt Heckenschützen, da letzteres negativ assoziiert werden könnte. Wenn diese Memos jeden Morgen aus dem Hauptquartier eingetroffen waren, die vorschrieben, welche Themen und Geschichten wir auf welche Art und Weise zu behandeln hatten, dann war es unsere Aufgabe und Pflicht, den Plan auszuführen. Die Bilder aus dem Gefängnis sind verstörend. Heute haben wir ein Bild gesendet von Al-Arabiya, das eine amerikanische Geisel zeigt, die mit einem Schal über den Augen eindeutig gegen ihren Willen festgehalten wird. Wer ist seinetwegen erschüttert? Der wirklich revolutionäre Durchbruch von Fox war sein eliminativer Journalismus. Fox hat das Wesen des Journalismus, so wie wir ihn traditionell verstanden haben, von seinem Produkt getrennt. Es gibt keinen Journalismus bei Fox. I understand what your position is not correct. I'd like to hear one single on satellite radio, because you can't get on regular radio. Paula Evans, Winston Die Star-Moderatoren des Nachrichtenkanals empfehlen ihren Studiogästen so oft, ihr Maul zu halten, dass es manchmal sogar Fox-Zusehern etwas zu viel wird. Well, a shut-up line has happened only once in 6 years, Miss Evans. Well, you know, I think that asking a student to stay in the closet in order to go I'm to school you is a lot shut like up asking an African-American no, 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 no. student. I know what shut I was up. Doing. Shut up. Please don't respect, tell me to shut up. As respect. Why did you have to tell him you were an atheist if you didn't have any trouble reading the oath? Why didn't you just shut up? What Jimmy Carter should do is privately give Mr. Bush his opinion and shut up publicly. That would be best for the country. And it is our duty as loyal Americans to shut up once the fighting begins. Once the war against Saddam begins, we expect every American to support our military, and if they can't do that, to shut up. All he's got in 6.5 years is that I misspoke, that I labeled a Polk Award a Peabody. He writes it in his book. He tries to make me out no, to no, be no, alive. No, 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 hey, no, no, no. Shut not... up. No, you had shut your up. 35 minutes. Shut up. The techniques of odd polling and odd graphics of Democrats. Die abstrusen Umfragen, Grafiken, Schlagzeilen und Jingles auf dem unteren Bildschirmdrittel. Das sind ziemlich raffinierte Techniken, deren Wirkung sich durch den genialsten Marketing-Slogan der Geschichte noch verstärkt. Fair und ausgewogen. Wenn du in der Grafikabteilung am Computer einen Liberalen als Flipflopper, als Umfaller darstellst, hast du bei der nächsten Besprechung mit dem Management alle Rechte, weil du gute Arbeit geleistet hast. Im Hintergrund bewegen sich ständig irgendwelche Grafiken und sie waren Pioniere im Einsetzen der US-Fahne. Du entwickelst von dem Zeug sehr viel selbst. Du setzt Ideen um, die dir bei anderen Nachrichtensendern nicht einmal eingefallen wären und die sonst niemand auch noch zeigen würde. Aber bei Fox News wirst du belohnt, wenn du bis an die Grenzen gehst. Nur wenn du, Gott behüte, bei einem Republikaner bis an diese Grenzen gehst und ihn auch so präsentierst, dann kriegst du wirklich Ärger. Ich habe das Jingle für Fox News Alert um 1999 entwickelt. Wir wollten damit ein Gefühl der Dringlichkeit ausdrücken. Dringlichkeit insofern, als das, was nach diesem Logo kommen würde, sehr wichtig wäre. Unter Anführungszeichen, eine schockierende Nachricht, speziell Columbine und andere wichtige Neuigkeiten jener Zeit. Jetzt im Rückblick finde ich es interessant, dass sie heute das News Alert Jingle nehmen, wenn sie über die Affäre zwischen J-Lo und Ben Affleck berichten. Und die ist nun wirklich nicht mit einem Schulmassaker zu vergleichen. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt mit unserer Erfindung dergleichen Tratsch ankündigen. Denn die Ton- und Grafikeffekte werden oder wurden zumindest mit wirklich wichtigen Dingen assoziiert. Because the sound and the visuals associated or originally was associated with things that were much more important. And
This is a Fox News alert. A very busy day for Martha Stewart. Earlier today, she met with her parole officer. No, they deliberately. Sie verwischen absichtlich alles. Und es ist ja auch unglaublich, dass es keine Trennlinie zwischen Dick O'Reilly, dem Interviewer, und O'Reilly mit seinem Talking Points gibt. Es gibt einfach keine Unterscheidungen. Jimmy Carter is making yet another mistake, and this time, there's no excuse for it. And that's the memo. Now for the top story tonight, another view on this. It's very hard on Fox. Es ist sehr schwierig bei Fox zwischen Nachrichten und Kommentar zu unterscheiden, weil alles nur ein Eintopf ist. Das macht diesen Slogan "Wir berichten, Sie entscheiden" ja auch so lächerlich, weil kein Nachrichtenkanal jemals weniger berichtet hat. In den Sendungen von Brit Hume etwa, die als Nachrichten präsentiert werden, sind sowohl der Moderator als auch die Berichte parteiisch und voreingenommen. Both from the anchor and from the reports. Welcome to Washington. I'm Brit Hume. There was further evidence today that President Bush's days of absorbing John Kerry's attacks without counterattack are over. Fox blurs the line between news and Fox trübt den Blick, weil überall und alles kommentiert wird. Wir sollen glauben, dass Brit Hume nur Nachrichtensprecher ist, dass er keinerlei politische Meinung zu den Dingen hat, die er berichtet, dass er die Nachrichten einfach nur liest, wie Peter Jennings. Aber sonntags verwandelt sich Brit Hume in schöner Regelmäßigkeit in einen ätzenden Rechtskonservativen. Das gilt natürlich auch für Murdoch. Er glaubt nicht an Objektivität, er glaubt nicht an den Journalismus, er hat für ihn nur Verachtung übrig. Deshalb hat man aus den Nachrichten ja auch Ansichtssachen gemacht, weil eine Meinung nicht als falsch widerlegt werden kann. Ich halte das für gefährlich, denn so wird ein Konsens über eine korrekte Öffentlichkeitspolitik äußerst schwierig. Es war weniger ein schriftlicher Plan, diese Stehgreifbemerkungen zu fördern, die man so oft auf Fox News sieht, sondern eher eine Verstärkungsstrategie. John Kerry ist Jane Fonda mit einem Burberry-Schal um den Hals. Jede Improvisation, die die Demokraten dumm und die Republikaner klug aussehen ließ, erntete ein brav gemacht oder ein Schulterklopfen. Some people say, especially on that panel there, those commissioners, that Condoleezza Rice might be the best, and we haven't heard from her publicly. At least are you saying point. The commission's cheesy? You wouldn't say that. No. They're crusty on the panel? Okay. John Kerry has Kim Jong-un. John Kerry hat Nordkorea und Barbara Streisand auf seiner Seite. Was könnte noch schiefgehen? Loves John Kerry. Really? Yeah. There's no sense of integrity as far as having a line. Es gibt keine Integrität, kein Gefühl dafür, gewisse Grenzen nicht überschreiten zu dürfen. Und das stellt eine große Versuchung für viele dar, etwas Witziges zu sagen, was man in keiner Journalismusschule gewagt hätte und was mit den Regeln eines verantwortungsvollen Journalismus nie vereinbar wäre. Would never happen. Other journalists use phrases like some people say or officials say. Andere normale Journalisten verwenden Phrasen wie man sagt oder offiziellen Quellen zufolge, wenn sie mit anonymen Informationen eine Geschichte spannender machen wollen. Fox macht das ganz anders. Fox verwendet man sagt nur als Ausrede. Da ich so tue, als wäre ich nur Nachrichtensprecher, kann ich ja nicht sagen, das ist meine Meinung oder die von Roger Ailes. Also heißt es dann man sagt. Bring in the Hispanic vote. Some people say, ah, he's posturing. Some people say, and excuse me, I'll get to you, Joe, and just for a run against Hillary in 2006 in the Senate. Journalistically, it's a very peculiar. Journalistisch ist das recht eigenartig, weil man ja üblicherweise seine Quellen nennt. Das ist einfach nur eine geschickte Möglichkeit, politische Meinungen in etwas einfließen zu lassen, obwohl sie dann nichts verloren haben. When you know it probably shouldn't be there. Some people say that this might undermine what the U.S. troops are doing there. Some people say John Kerry has some similarities to an earlier Massachusetts politician. And some people say, in light of what's happened with the oil for food program. Some people say supported. By Iran. Some say, I've heard a couple people say. Some say that it's a sour grapes book. Some people say it's just too violent. There's too much blood. Some people say something, if not major, has already happened. Those are his words. Some people say it's exploitive. What do you say to that? Ich bekam einen kleinen Folder mit den Namen aller Konsulenten, jener Leute, die von Fox dafür bezahlt wurden, in einer Sendung ihre Meinung zu vertreten. Wenn du Beiträge für Fox machst, hast du einen Vertrag und ein vereinbartes Einkommen. Joining us in D.C. is Larry Johnson, former CIA officer and former deputy director of the State Department's Office of Counterterrorism. Meine Dienste waren im Dezember 2001 sehr gefragt. Der Vertrag lief im Jänner 2003 aus. Als erstes fiel mir auf, dass ich alle Konservativen in dieser Programmvorschau kannte. Es waren durchwegs Prominente vom Talkradio oder aus der Politik, deshalb kannte ich sie alle. Es waren ziemlich einflussreiche, mächtige Leute.
And so I knew all of those people, and they were very, very strong people. I came in and was always. Ich kam rein und wollte, wie ich es immer tat, die Dinge auch beim Namen nennen. Offenbar hatte man die Losung ausgegeben, bei den Sprengstoffanschlägen in Israel nicht mehr von Selbstmordattentätern, sondern von Mordattentätern zu sprechen. Ich hielt das für dumm, denn jeder Anschlag, bei dem jemand getötet wird, ist ein Mordanschlag. Aber als ich mir die Liberalen in dieser Aufstellung ansah, gab es nur einen einzigen, den ich kannte, Bob Schramm, einen bekannten Redenschreiber und politischen Konsulenten in Washington. Mein gesamter Hintergrund war Politik und politischer Journalismus gewesen. Deshalb waren mir so gut wie alle Spieler in D.C. bekannt, aber von diesen Leuten hatte ich noch nie was gehört. Die Frage stellte sich, ob die USA in der Lage wären, zwei Kriege gleichzeitig zu führen. Und Sean Hannity, als der Rechtsaußen-Cheerleader, der ist, schäumte einfach, dass ich die Kühnheit hatte, anzudeuten, dass wir das nicht könnten. We do have the ability and the resources to be able to walk and chew gum. We can handle the situation in Iraq and we can still finish the job of protecting against Al Qaeda and another attack. What happens is when the resources end up getting diverted, and particularly the airlift assets required. Facts don't seem to have. Fakten schienen ihn überhaupt nicht zu beeindrucken. Ungewöhnlich war allerdings, dass man mich nach diesem Auftritt, obwohl ich noch ungefähr 8 Wochen unter Vertrag bei Fox stand, einfach nicht mehr einsetzte. Your government failed you. Ihre Regierung und jene, die sie beschützen sollten, haben versagt. Und auch ich habe sie enttäuscht. Nach der Bekanntgabe all dieser Fakten möchte ich Sie um Verständnis und Entschuldigung bitten. Once all the facts are out, for your understanding and for your forgiveness. When Richard Clark emerged, als Richard Clark auftauchte, war offenkundig, dass eine Gefahr für die Regierung bedeutete, weil er auf der höchsten Ebene der Bush-Administration gearbeitet hatte. Es hatte fast den Anschein, als würde Fox nach einem Textbuch direkt aus dem Weißen Haus inszenieren. Er musste von seinem Sockel gestürzt und in einen liberalen Kerry-Jünger verwandelt werden. Bringing this up in the heat of a presidential campaign. Can you assume from what he's saying that he has now become a political operative? Do you feel that there is a political? He is, as some have suggested, auditioning for a job in the Kerry administration. He's sucking up to another administration. He said when he came to me to ask for my support with Tom Ridge. He had been angling for a top job in Homeland Security Department and did not get it. See, one of the things that Fox. Für Fox gilt, was für alle Konservativen gilt. Sie müssen nicht jede Diskussion gewinnen. Es genügt, wenn der Streit so verwässert und so lang hinausgezogen wird, bis er nach einem Unentschieden aussieht. Das bedeutet schon einen Sieg für sie, weil es der anderen Seite den Sieg streitig macht. There are apparently two Dick Clarks here. Dick Clark has been on three sides of a two-sided issue. He's totally contradicted himself. His statements are contradictory. There's a lot of information that contradicts Clark. And aren't there sufficient contradictions? He has written a book, and he certainly wants to go out there and promote that book. Or is he just out to sell a book? Who's out to sell his book? Did he have a motive? Was für ein Motiv hatte Dick Clark für sein Buch und seine Kritik an der Bush-Administration? Obviously, this guy's hawking a book. Unveiling his book. An appalling act of profiteering. This guy rakes Bush over the coals and gives Clinton a pass. On the book, gives Clinton a complete pass. Easily, Clark treats the Bill Clinton era. There are some real concerns about where the truth lies and what Richard Clark was saying. Sie setzten eine Schmutzkübelkampagne in Gang, die zum Teil auch Erfolg hatte. I thought, number one, he was extremely melodramatic, and that he was intoning with great pathos. I mean, it almost seemed like it was a performance. Dass ein Fernsehkanal eine politische Attacke reitet, ist ungewöhnlich. Üblicherweise bleibt so etwas einem Wahlkampf vorbehalten. Karl Rove und Konsorten haben Erfahrung mit Rufmord. Sie gehören zu den Dutzenden im Weißen Haus, die mit unseren Steuern bezahlt werden. Sie erfinden rechtslastige Shows und schreiben konservativen Kolumnisten und Moderatoren vor, was diese zu sagen haben. Alle rechten Rundfunkleute im ganzen Land sagen genau das Gleiche. Das ist mir auch aufgefallen bei einem 24-Stunden-Nachrichtensender. Es war sicher nur ein Zufall, aber was sie sagten, war auffallend ähnlich dem, was das Weiße Haus gesagt hat. Schon ziemlich seltsam. Wir haben bei Fox News eine große Meinungsvielfalt. Vielleicht gefällt Ihnen das nicht. Wir haben viele liberale Gäste und liberale Kommentatoren, so wie wir auch Konservative haben. Wer sind die Liberalen? Alan Combs, for one.
Nun, das liegt wohl im Auge des Betrachters. Sie versuchen jedenfalls, sich den Anschein von Ausgewogenheit zu geben, aber ihre Rollen sind nicht gleichwertig. In einer Hannity und Combs Show ist Hannity der gut aussehende, klar identifizierbare, gesunde Amerikaner, während sein Gegenpart fast wie ein Wiesel wirkt. Und der Zuseher sagt dann, er ist der Liberale, vielleicht ist er ja doch nicht so gescheit. Und das sendet eine sehr subtile Botschaft aus. Die Liberalen, die sie auftreten lassen, sind meistens keine richtigen. Susan Estridge ist so ein Beispiel, eine Person, die im Wesentlichen sehr oft mit ihrem rechten Gesprächspartner übereinstimmt. I am your biggest liberal friend. I do take a little heat. People sometimes say to me, do you really like Sean Hannity? What's not to like? What does that mean? I thought I was Sean's biggest liberal friend. I love you all. I love all my liberal friends. Or they would just bring on oder sie haben sich einfach Leute geholt, die sehr schwach oder völlig unbekannt waren. We can learn from history because if we don't, we're condemned to repeat it. Und wieder einmal darf Fox-Sprachrohr O'Reilly einer Nachrichtenanalystin aus der politisch falschen Ecke über den Mund fahren. Then you're going to get the Bush administration attacking Clark. You're not going to get the truth, Marianne. You weren't there. You don't know. Right. You're probably right about that. Even the people who are supposedly liberal in those. Auch die angeblich Liberalen in diesen Podiumsdiskussionen wissen genau, dass sie, sobald sie die anderen Gäste oder die Moderatoren zu sehr herausfordern, beim nächsten Mal durch jemand anders ersetzt werden. You're spinning now. I'm not right wing. I believe in global warming. Wir haben uns die Gäste ihrer täglichen Interviewsendung Special Report genau angesehen, und zwar über einen Zeitraum von 25 Wochen, von Ende Juli bis Mitte Dezember 2003. Republicans appeared five times as often as Democrats on one-on-one newsmaker interviews. In diesen Interviews kamen fünfmal so viele Republikaner wie Demokraten zu Wort. Von den deklarierten Parteigängern waren also 83% Republikaner, aber nur 17% Demokraten. Überdies standen die wenigen Demokraten, die interviewt wurden, politisch eher in der Mitte, konservative Demokraten, die oft nur eingeladen waren, um die Politik der Bush-Administration zu bekräftigen. Was heißt das also? Wäre Fox tatsächlich diese Bastion von Fairness und Ausgewogenheit, als diese sich darstellen, dann gäbe es sehr viel mehr Ausgewogenheit in diesem Interviewsegment der prestigeträchtigsten Show des Senders. Aber diese Zahlen zeigen uns, dass Brit Hume und Special Report ihre Gäste nur nach politischen Erwägungen und nicht aufgrund einer Nachrichtenbeurteilung auswählen. That's here on the Fox News Channel, the network America trusts for fair and balanced news. Ich kritisiere an Fox nicht, dass es ein konservativer Kanal ist, sondern diesen Konsumentenbetrug des fair und ausgewogen. Fox ist alles, nur nicht das. Jede Geschichte, die nicht die vorgegebenen Kriterien erfüllt, wird in Redaktionskonferenzen sofort abgewürgt. Wenn der stellvertretende Direktor und alle um ihn herum fortwährend sagen, nein, diese Geschichte machen wir nicht, sie ist schlecht, aber diese Geschichte ist gut, dann wissen natürlich alle Beteiligten, die schon seit ein paar Jahren dabei sind, dass es gar keinen Sinn hat, bestimmte Dinge vorzuschlagen und auch, welche Geschichten das Management lieben wird. Es war die erklärte Praxis von Fox News, alles zu bringen, was für Jesse Jackson peinlich, demütigend, schädlich oder störend sein könnte. Man hat uns mehrfach eingebläut, dass er eine unserer Zielscheiben wäre. Und wir wurden ermutigt, jede Information, die ihm schaden oder ihn diskreditieren könnte, aufzuspüren und zu berichten. Ich arbeitete an einem Bericht über Einwanderer und hielt es für wichtig, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen, was sie alles durchmachen mussten, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen, während wir, die glücklicherweise damit geboren wurden, das alles für selbstverständlich nehmen. Die Formulierung, die ich dafür verwendete, war ungefähr, diese Leute haben sich ihre Staatsbürgerschaft verdient, sie wurden nicht mit ihr geboren. Verdient in dem Sinn, dass sie dafür so vieles auf sich nehmen mussten. Der Chefredakteur wurde daraufhin richtig wütend und sagte, was verdienen Sie? Gar nichts. Das sind nur Sozialschmarotzer. Er wollte nichts davon hören, dass diese Menschen auch hart arbeiten können. Es hieß ausdrücklich, dass wir mit der Bush-Administration oder den Republikanern genauso fair wie andere Medien umgehen müssten. Aber jeder verstand das richtig als Code für »Rührt sie nicht an«.
Ich weiß aus erster Hand von einem Reporter, der vom gesamten Direktorium angeschrien und angebrüllt wurde, weil er James Baker bei einer Pressekonferenz unangenehme Fragen gestellt hatte. Die Pressekonferenz wurde live übertragen und James Baker sagte gerade, wir wollen jede Stimme zählen. Und der Reporter stellte dann Fragen wie, nun, wenn Sie jede Stimme zählen wollen, warum dann nicht auch endlich die Stimmen, die nicht gezählt wurden, wegen der Probleme mit den Lochstreifen? Den Redakteuren in New York war dieser Stil etwas zu aggressiv, obwohl sich natürlich keiner beschwerte, als man Warren Christopher, der für Gore einsprang, genauso harte Fragen stellte. Aber weil die Fragen an James Baker so unverschämt gewesen wären, wurde der betreffende Reporter von der Story abgezogen. Ronald Reagans birthday was for Fox News Channel viewers. Ronald Reagans Geburtstag war für Fox News eher so etwas wie ein Feiertag. Und als Reagan Geburtstag hatte, bekam ich den Auftrag, zur Reagan-Bibliothek nach Simi Valley in Kalifornien zu fahren und von Sonnenaufgang bis zur Dunkelheit einen Live-Bericht zu drehen. Es waren nicht sehr viele Menschen in der Bibliothek und es gab auch keine Spur von irgendwelchen organisierten Feierlichkeiten. An dem Tag machte nur eine Schulklasse den Rundgang im Museum und die wurde in einer Reihe aufgestellt und sang dann Happy Birthday. Happy Birthday. But that was pretty much the extent of the celebration. Aber das war schon ziemlich alles an Festlichkeiten. Als sie bei Fox meine ersten 3 oder 4 Live-Aufnahmen sahen, kam ein Anruf von Mr. Moody, der fragte, was macht er nur dort draußen? Aber ich wusste wirklich nicht, was ich sagen oder tun könnte, um dem Ganzen einen festlicheren Anstrich zu geben. Since dawn they've been streaming in from all over the country and even parts of Canada and Mexico admiring. So I got in trouble for that one. Und dadurch bekam ich Ärger, großen Ärger. Ich wurde sogar suspendiert. Es wird natürlich intensive Diskussionen über Themen geben, die einen Keil in die Nation treiben. Minderheitenförderung, Abtreibung, Schwulenrechte, die Trennung von Religion und Staat. Im Fernsehen wird jetzt vermutlich Tag und Nacht über so etwas diskutiert. I think this gay marriage thing is going to be an enormous presidential issue. But there again, we have to be fair and balanced. I mean, we can't like. Die Entrüstung, die Fox angesichts gleichgeschlechtlicher Ehen kundtut, dient nicht zuletzt der Ablenkung von brisanteren Fragen. Bush says he's deeply troubled by the hundreds of 2,000 same-sex couples engaged in 2,300 and counting. That's the number of same-sex couples hoping to get same-sex couples wanting to same-sex marriage. Their job. Die Rechten wollen damit Amerika spalten und die wichtigen ökonomischen, gesundheits- und umweltpolitischen Probleme ignorieren. Und sie sind extrem erfolgreich dabei. Zunächst stürzten sie sich auf die homosexuellen Ehe, aber das brachte ihnen nicht so viel wie erwartet. Sie konnten nicht auf Material zurückgreifen, das sie bei solchen Dingen sonst so gern zeigen. Die Liebesparaden, das schwarze Leder, die Drag Queens, weil sie nur Aufnahmen hatten von bieder aussehenden, schmerbäuchigen Paaren mittleren Alters, die nach ihrer Hochzeit auf den Stufen des Magistratsamtes schmusten. Deshalb ging ihren Berichten über die schwulen Ehen bald die Luft aus. Also suchten sie sich diametral entgegengesetzte Themen aus, alles was mit Religion zu tun hatte, mit den 10 Geboten und mit Gott. Why is Jesus so popular right now? Well, I think it depends on who you talk to. I think a lot of people would say that one of the reasons that he's very popular is that Mel Gibson's movie has come out. Der berüchtigte Jesus-Film des erzkonservativen Superstars Mel Gibson, den auch George W. Bush in einer Sondervorführung im Weißen Haus sehen will, ist ein gefundenes Fressen für eine besinnliche Pause von echter Politik. Just a movie, just entertainment, or do they think that there's really something bigger at work? Well, I think they think that there's something bigger at work. September 11th. Offensichtlich hatte der 11. September doch auch etwas Gutes. Seither suchen viel mehr Menschen Trost bei Jesus. Und neben dem grundbösen islamischen scheint auch der gute christliche Fundamentalismus in den USA wieder erstarkt und durchaus gesellschaftsfähig geworden zu sein. Freedom is the Almighty's gift to every man and woman in this world. O'Reilly versucht, der sogenannten moralischen Mehrheit des Landes aus der Seele zu sprechen, indem er dem Präsidenten für dessen wiederholtes öffentliches Anrufen Gottes Bewunderung zollt. Sie werden Gott jetzt überbeanspruchen, besonders wenn es um Bushs Wiederwahl geht. All of us working together can change America one soul at a time. Die christliche Fundamentalistenbewegung ist überzeugt davon, dass sie immer recht hat. Und das habe ich auch sehr oft bei Fox erlebt. Wir haben Recht, du hast Unrecht, egal worum es geht.
Die Show O'Reilly Factor zeigt wahrscheinlich am deutlichsten, was beim Fox-Nachrichtenkanal alles falsch läuft. Man wählt die Geschichten im Hinblick darauf aus, wie man Liberale und Demokraten aus der Fassung bringen und die Republikanische Partei unterstützen kann. Man ist aggressiv zu Gästen, die mit dem Gastgeber nicht übereinstimmen. Und der Gastgeber verdreht zugunsten seiner konservativen Ansichten die Tatsachen. Er interpretiert sie falsch oder er erfindet einfach etwas. In some cases, just fabricate. In the personal story segment tonight, we were surprised. O'Reilly ist schockiert, weil der Sohn eines der Opfer im World Trade Center eine Antikriegspetition unterzeichnet hat, die die USA selbst in die Nähe des Terrorismus rückt. Jeremy Glick ist der Sohn eines Arbeiters der Hafenbehörde, der am 11. September getötet wurde, und hat eine Antikriegspetition unterschrieben, woraufhin O'Reilly ihn in seiner Show haben wollte. Sie waren so beharrlich, mich in die O'Reilly-Show zu kriegen, weil sie herausfanden, dass ich zwar direkt von 9/11 betroffen war, aber trotzdem im Gremium dieser Antikriegskampagne saß. Mein Erfolg in der O'Reilly-Show beruhte auf Üben und Vorbereitung. Ich zeichnete mir die Shows auf, nahm eine Stoppuhr, die ich übrigens für meine Sprints in der Highschool verwendet hatte, und überprüfte, wie lange es dauert, bis einem feindlichen Gast ins Wort fällt. Ich war deswegen überrascht, weil in dieser Annonce die USA mit den Terroristen gleichgesetzt werden. Ich sagte, ich bin schockiert, dass Sie überrascht sind, und gab dann das eine Statement ab, das ich machen wollte. Unser derzeitiger Präsident hat von seinem Vater ein politisches Vermächtnis geerbt, das letztlich verantwortlich für die Ausbildung sowie die militärische, wirtschaftliche und geopolitische Positionierung all jener ist, die an der ihnen zur Last gelegten Ermordung meines Vaters und unzähliger Tausender anderer beteiligt waren. Warum sollten Sie also überrascht sein? Überraschend ist, dass Sie eine so extrem linke Position vertreten. Es war geradezu beängstigend, sich im Studio hinzusetzen, denn er ist wirklich sehr groß. Er überragt dich um einiges. O'Reilly meint, Jeremys Vater hätte das alles sicher nicht gut geheißen. Jeremy entgegnet, sein Vater hätte die Bush-Präsidentschaft für illegitim gehalten. O'Reilly hält Jeremy und den anderen Kriegsgegnern weiterhin vor, Amerika mit den Terroristen zu vergleichen. Jeremy war ziemlich cool, während er seine politischen Ansichten vertrat, die sehr weit links von jenen O'Reillys waren. Er sagte, es wäre ihm egal, was ich politisch denke. Ich antwortete, offenbar nicht, denn sie haben mich in ihre Show geholt. Und ich warf ihm vor, 9/11 und das Mitleid mit den Familien der Opfer nur für seine engstirnigen, rechtslastigen politischen Zwecke instrumentalisieren zu wollen. O'Reilly wirft Jeremy vor, Partei für die Mörder seines Vaters, die Afghanen, zu ergreifen, und wirft sie der Einfachheit halber auch gleich in einen Topf mit den Al-Qaida-Terroristen. Er verteidigt die gerechte Außenpolitik der Bush-Administration und hofft, natürlich im Interesse von Jeremys Mutter, dass diese nicht zufällig gerade den Fernsehauftritt ihres missratenen Sohnes sieht. What about George Bush? He had nothing to do with it. The director, senior, as director. He had nothing to do with it. So the people that trained 100,000 Mujahideen who were extremists. I hope your mom isn't watching this. I hope your mother is not watching this. It's unfair for O'Reilly to evoke both my mom and my father. Es war unfair von O'Reilly, meine Eltern in dieses Interview einzubringen, noch dazu, wo ich selbst das gar nicht getan habe. Meine Mutter ist durch dieses schreckliche Ereignis eine trauernde Witwe geworden und mein Dad war erst 55. Sie waren hart arbeitende Menschen aus der Arbeiterklasse, der Mittelschicht, die noch lange nicht in den Ruhestand gehen wollten, als ihr Leben so plötzlich zerstört wurde. Und zwar unter Umständen, die ich nicht einmal meinen schlimmsten Feinden wünschen würde, auch nicht Bill O'Reilly. In circumstances that I wouldn't wish
my worst enemies, including Bill O'Reilly. Als Jeremy weiterhin darauf beharrt, dass die radikalen Extremisten und Attentäter letztlich von der US-Regierung und jener kleinen Minderheit der herrschenden Klasse Amerikas zu Terroristen ausgebildet worden wären, lässt O'Reilly, aus Respekt vor Glicks Vater, Jeremys Mikrofon ausschalten. Trained by this government. Not the people of America, the people, the ruling class, the small minority. Cut his mic. I'm not going to dress you down anymore. Out of respect for your father. We'll be back in a moment with more of the Factor. We're done? We're done. Man sieht noch, wie er den Sicherheitsbeamten zuwinkt. Und als die Kameras nicht mehr liefen, folgte noch eine besondere Zugabe. Als sie nicht mehr auf Sendung waren, sagte er zu dem Jungen, verschwinde aus meinem Studio oder ich reiße dich in Stücke. Und dann ging er auf einen Café. Der Produzent und sein Assistent drängten mich dazu, das Gebäude zu verlassen, weil sie, ich zitiere, Angst hätten, dass O'Reilly, wenn er mir nochmal auf dem Gang begegnet, im Gefängnis endet. Wenn jemand in ihr Haus kommt und auf den Boden spuckt, werfen sie ihn hinaus. Glick war außer Kontrolle und triefend vor Hass auf diese Sendung und sein Land. Er verbreitete niederträchtige Propaganda. Am nächsten Tag schaute ich mir die Folgesendung an und sah, dass meine Aussagen völlig falsch wiedergegeben wurden. Gerade, dass ich nicht behauptet hätte, Bush habe 9/11 geplant. Glick behauptete ohne den geringsten Beweis, dass Präsident Bush und Bush Vater direkt für 9/11 verantwortlich wären. Das ist nicht nur verrückt, sondern auch diffamierend. So wollen sie mich als verrückt mit Verschwörungstheorien dastehen lassen. Der Junge hat mit keinem Wort gesagt, dass Präsident Bush und dessen Vater die Anschläge auf ihr eigenes Land inszeniert hätten. Hier lügt O'Reilly einfach. In der Show bezichtigte er Präsident Bush von 9/11 gewusst und Glicks Vater ermordet zu haben. Glick fragt, kann ich ihn verklagen? Also rufe ich den Anwalt an, der mich in dem Prozess Fox gegen Dutton und Franken vertreten hat. Und er sagt, nun, der Junge muss beweisen, dass O'Reilly wusste, dass er log. Aber O'Reilly ist so durchgeknallt, so ein pathologischer Lügner, dass es sehr schwierig wird, das zu beweisen. Wenn jemand schon als verrückter und notorischer Lügner bekannt und aktenkundig ist, wird es also eigenartigerweise viel komplizierter, ihn wegen Diffamierung zu klagen. Unterschiedliche Bedrohungen und Vorsichtsmaßnahmen dagegen sollen den Ruf nach Sicherheit innerhalb der Bevölkerung immer lauter werden lassen. The key thing is, don't be inhaling, don't be ingesting, don't be sucking particles into your body that could get the radiation inside. All right, you gotta run. Look at this. Look at this. First, your advice is stay inside, don't drink or eat anything. Many of the themes that are promoted on the Fox News channel have to do Viele der Themen, die Fox News aufgreift, dienen dazu, Ängste zu schüren. Die Angst vor Einwanderung, die Angst vor sexuellen oder rassischen Unterschieden. Die Angst ist ein großer Motivator und Organisator. Da muss die Menschen ständig in Alarmbereitschaft halten. Sie lieben diese Atmosphäre von Angst und Gefahr, auch wenn gar keine droht. Und wenn dann tatsächlich etwas gefährlich wird, geraten sie vollkommen aus dem Häuschen und verlieren jeden Sinn für Perspektive. Dann werden auch diese Milzbrandfälle, die 4 oder 5 Leute betroffen haben, ohne jede Frage ungleich gefährlicher als das Vergiften unserer Luft. Wir gehen vor, wie auch Präsident Bush es tut. Gelände absperren, Angreifer stellen und erschießen. Leute einfach auf die Straße und knallen die Bösen ab. Es ist eine sehr simple, eine schwarz-weiße Welt, die sie darstellen. Die Angst vor dem Terror ist zur Allzweckwaffe geworden, denn jetzt wird alles zum Terrorismus erklärt. Und wenn du dieses anhaltende Gefühl der Unsicherheit hast, dann wendest du dich an die Regierung, um Schutz. Und du willst eine starke Regierung. We've removed from power enemies of this country. We have made America more secure. Irgendwo dort draußen gibt es irgendwelche Feinde, aber solange wir sie bekämpfen und er sich präsidial gibt, steht nichts anderes zur Diskussion. Interessant am Klima der Bush-Administration war, dass viel von der Angst und den Emotionen vom rechten Flügel bewusst in den Irak-Krieg umgeleitet wurde.
into the war in Iraq. The type of coverage Fox offers. Die Berichterstattung von Fox und auch den anderen Kanälen, aber Fox liefert zweifellos die linientreueste Version, deckt sich vollständig mit der Strategie der Bush-Administration, um jede Diskussion über Missstände, wie zum Beispiel die Wirtschaft oder das Gesundheitswesen, zu vermeiden. Zweifellos wäre der Krieg gegen den Irak, ein Land, das uns nicht angegriffen hat, ohne Angst nie ins Rollen gekommen. Tonight, it's a special two-hour block. War is my last choice, but the risk of doing nothing is even a worse option as far as I'm concerned. Dealing with Iraq, the president's war on terror. When will his military plans get put into action? We hope you depend on us. Bill O'Reilly versichert dem Fernsehpublikum, dass Fox die reine Wahrheit über die Lage im Irak berichten wird, ohne jedes ideologische Vorurteil. Nicht, dass wir sie hassen würden, Martin Sheen, aber vielleicht sehen wir uns ihre Serie nicht mehr an, wenn sie gegen das eintreten, woran wir glauben. Wohl stellvertretend für Fox warnt O'Reilly all jene, die auch noch nach Kriegsbeginn einen nicht regierungskonformen anderen Standpunkt einnehmen sollten. Well, are they more than just protesters? Are they traitors? So Harry Belafonte, he's at it again. He says the Bush administration is possessed of evil. Die mediale Hexenjagd gegen prominente Kriegsgegner wie Harry Belafonte und Barbara Streisand beginnt mit Drohungen, deren Produkte nicht mehr zu kaufen. See the world as you do. We don't want to demonize anyone, but anyone who hurts this country in a time like this, well, let's just say you will be spotlighted. Certainly television and perhaps to an extent my station. Das Fernsehen an sich und bis zu einem gewissen Grad auch mein Sender war von der Regierung und deren Fußvolk bei Fox ziemlich eingeschüchtert. Und das hat zweifellos ein Klima der Angst und auch der Selbstzensur bei unserer Rundfunkarbeit erzeugt. Die erste Regel für eine gut funktionierende Propagandamaschine, und deshalb ist unser System auch besser als alles, was es in der Sowjetunion je gab, du darfst nicht merken, dass du mit Propaganda gefüttert wirst. Das ist ja das Geniale an unserem Mediensystem. Verglichen mit einem autoritären System ist es ideologisch. Listen, we're making good progress in Iraq. Sometimes it's hard to tell it when you listen to the filter. Auch Rupert Murdoch selbst und Fox schildern mit bewegter Stimme, was sich alles seit der US-Invasion im Irak positiv verändert hat. Und wenn die Spitzensportler eines Landes wieder trainieren dürfen, dann muss ja wohl die ganze Nation gesunden. Are Iraqis better off than they were one year ago? Yes, they are definitely better off. As these brave athletes look forward to making Olympic gold. I mean, there's so many positive developments. Fox has made a decision. Fox hat beschlossen, den Irakkrieg als Erfolgsgeschichte zu verkaufen, als andauernden Erfolg. The Baghdad Equestrian Club is open for business. And yes, you can play these ponies. It's the Iraq you don't hear about. Man präsentiert ein blühendes Land, eine heile Welt. Sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Löhne, niedrige Zinsen und massenhaft Investitionen aus dem Ausland. 95% der Bevölkerung gehe es jetzt schon besser als unter der Herrschaft Saddams. Auf den Märkten finde man alles, was das Herz begehrt. Die Fische in Euphrat und Tigris seien groß und fett. Und die jungen Männer in Bagdad dürfen bei Autorennen endlich wieder Dampf ablassen. Something they say they were not allowed to do under the old regime. The senior producer told the two or three writers for. Die Produzentin sagte zu uns Autoren ihrer Nachrichtenstunde: Denkt daran, alles ist gut. Es soll ein sehr fairer und ausgewogener Bericht sein. Schreibt nichts über unsere Soldaten unter Feuer, nichts darüber, dass es auch Tote gegeben hat. Bleibt positiv. Streichen wir das Gute heraus, das wir tun. Wir bauen die Schulen wieder auf. Wir bringen dem Land Demokratie und Fortschritt. Seien wir stolz darauf. Und zu dem Zeitpunkt stand es schon ziemlich schlecht. Jeden Tag starben mehr Amerikaner und Gott weiß, wie viele Irakis. Auch die Statistik wird bemüht. Bisher seien nicht mehr Amerikaner im Irak gestorben, als Menschen während des gleichen Zeitraums in Kalifornien ermordet würden.
Diese Untersuchung ist insofern interessant, als Fragen über Fakten mit richtig oder falsch zu beantworten waren. Haben wir Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden? Fox sehe die mit Ja-Antworten 33%, sehe öffentliche Anstalten 11%. Das sind sehr einfache Fragen, auf die es einfache Antworten gibt. Und die Studie zeigt, dass regelmäßige Fox-Seher viel öfter völlig falsche Annahmen über diese Dinge hatten als andere. All the research shows a very high correlation. Alle diese Untersuchungen zeigen, dass Leute, die sich die Nachrichten von Fox ansehen, einerseits eine sehr konfuse Sicht der Welt und vor allem der Außenpolitik und des Nahen Ostens haben und andererseits die amtierende Regierung sehr stark unterstützen. Dieser Trend ist für jeden Journalisten mit Selbstachtung sehr verstörend. Wenn die Leute, die dein Medium konsumieren, weniger über das Thema wissen als alle anderen und deswegen Anhänger der Regierungspolitik sind, dann ist das doch das Schlimmste, was ein Journalist hier hören kann. Es muss uns endlich klar werden, dass Fox nichts anderes ist als ein Wurmfortsatz der Republikanischen Partei. Fox spezialisiert sich aufs Predigen. Im Grunde kriegen sie ihren Marschbefehl vom Parteivorstand oder einem Funktionär der Republikaner. Und dann laden sie Gäste und Pseudo-Experten ein, die sie darüber dozieren und diskutieren lassen. Die Loyalität der Chefetage gehört zuallererst den Republikanern. Murdoch ist durch und durch parteiisch und er macht doch gar kein Geheimnis daraus. Fox Reporter Carl Cameron interviewt George Bush in Austin. Es war während der Präsidentschaftskampagne im Sommer 2000 allgemein bekannt, dass Camerons Frau Wahlkampfhelferin für Bush war. Der Mann, der sich um das mächtigste Amt der Welt bewirbt, beantwortet in familiär gehaltenem Smalltalk die nicht gerade brisanten Fragen des Interviewers von Fox News. She's been terrific. I mean, Pauline, to hear Pauline tell it, when she first started campaigning for you, she was a little bit nervous. Yeah. But now she's up there. Stride? She doesn't need notes. She's going to crowds and she's got the whole riff she's down. She's a good soul. She's having fun too. She's a really good soul. And in any other news organization, in fact in CNN, bei jedem anderen Nachrichtensender wäre so etwas unmöglich. Tatsächlich gab es in jenem Sommer bei CNN eine Produzentin, deren Mann ein Anwalt des Gore-Teams war. Und sofort wurde sie von der Berichterstattung über den Wahlkampf abgezogen und durfte sich weder über Bush noch über Gore äußern, weil das einen Interessenskonflikt geben oder zumindest wie einer wahrgenommen werden könnte. Denen bei Fox war es egal. Sie registrierten nicht mal, dass ihr politischer Reporter über den Wahlkampf zur gleichen Zeit berichtete, in der seine Frau Bush aktiv unterstützte. Here we go, Governor. See, the little things that get disclosed. I like that. Thank you for joining us, sir. Yes, sir. Thanks, Carl. It's good to see you again. Just a few days away from the convention. Fox ermangelt es an jeder grundsätzlichen journalistischen Integrität. Die Weihnacht 2000. First person who made the call to say that George W. Bush had been elected president of the United States. Die erste Person, die anrief und verkündete, dass George W. Bush zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden wäre, war die Person, die bei Fox News für die Hochrechnungen und Wahlanalysen verantwortlich war. Und diese Person war ein Herr namens John Ellis, der zufällig ein Cousin ersten Grades von George W. Bush ist. Um etwa 2 Uhr morgens in der Wahlnacht war noch ein Datensatz hereingekommen, mit sehr komplexen Daten aus Bezirken in ganz Florida. Die richtige Antwort bei einer Analyse dieser Daten wäre fraglos gewesen: Man kann es noch nicht sagen, es ist zu knapp, es gibt noch keinen eindeutigen Gewinner. Stattdessen erklärte John Ellis das zu einem klaren Sieg für George Bush. Fox News unterbrach dann seinen laufenden Wahlbericht und gab bekannt, dass George Bush zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden war. President of the United States. Fox News now projects George W. Bush, the winner in Florida, and thus it appears the winner of the presidency of the United States.
Aber noch viel bemerkenswerter als die Intervention durch diesen Cousin, der seinen Verwandten zum neuen Präsidenten der USA ausrief, ist die Tatsache, dass schon innerhalb nur weniger Minuten auch ABC, NBC und CNN brav zum Appell antraten und Bush zum Gewinner erklärten. George Bush is the president-elect of the United States. Bush wins. ABC News is now going to project that Florida goes to Mr. Bush. Und es war einfach unmöglich, die Daten in so kurzer Zeit auszuwerten, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Ganz im Gegenteil, sie hätten nur den Schluss daraus ziehen können, zu dem auch die Associated Press gekommen war, dass noch kein endgültiges Ergebnis feststand. Aber als Fox meldete, dass Bush gesiegt hätte und die anderen Sender sich anschlossen, wurde der Eindruck erzeugt, Bush wäre der Gewinner, obwohl er es gar nicht war. Und dieser Eindruck wurde die nächsten 37 Tage lang aufrechterhalten. Jener besagte Anruf hat viel mehr zu Bushs Wahlsieg beigetragen als jede Wiederholung der Stimmenauszählung und jede Beeinflussung des Wahlvorgangs. Wir haben unser Publikum schlecht informiert. Unsere lange kritische Selbstprüfung zeigt, dass wir unsere Seher enttäuscht haben. Ich entschuldige mich für die schlechten Vorhersagen an jenem Abend. Es wird nicht wieder vorkommen. In der ehemaligen Sowjetunion konnte man oft hören, dass sich die Parteilinie um 180 Grad drehte. Sehen Sie sich einmal Fox News an. Am Ende der Clinton-Ära waren sie nur auf Attacken aus, einfach bösartige Wachhunde. Und kaum kommt Bush an die Macht, sind sie wie artige kleine Schoßhündchen. The president has the direction and the vision to take us into the future boldly and with courage and with optimism. Kaum ist Bush Präsident, schon heben die Fox-Jubelchöre an. Ein Gentleman mit Visionen, Kühnheit und Optimismus, gerade heraus und verlässlich. Die nationale Sicherheit liegt ihm am Herzen und seine Besinnung auf konservative Werte ist vertrauenerweckend. This is a guy who says what he means, it means what he says. But the president is a gentleman, you know, he set a different tone for his campaign. Wir berichten, Sie entscheiden. Super Tuesday lived up to its word. And this was a super night for our candidate John Kerry and a super night for the Democratic Party. He's a super nominee. Als klar wird, dass im Jahr 2004 der Gegenkandidat von George Bush John Kerry heißen wird, beginnen die Fox-Vasallen schon relativ früh, sich auf den Demokraten einzuschießen. Sie machen ihn lächerlich, werfen ihm vor, Steuererhöhungen zu planen und beschimpfen ihn wegen seiner antimilitaristischen Haltung. What would you say would be a... Mitchell Hopeful has missed every one of the 22 roll call votes of the Senate this year, but hasn't missed a paycheck. He talks about trying to protect the taxpayers every single day, and here he is fleecing the taxpayers out of $150,000 a year. So do you think he should step down, Dominic, when he's running for president? The controversy over John Kerry and his Vietnam War medals has just gotten worse. He says he never suggested he threw them away, but the videotape does not lie. Bänder oder Medaillen. Was hat John Kerry nach seiner Rückkehr aus Vietnam weggeworfen? Sein offenkundiger Mangel an Respekt vor dem Militär könnte dem Kandidaten mehr schaden als Fragen nach seinen Aktionen in Uniform. Many are angry over Kerry's post-war protests. But the bigger issue here is Kerry's involvement in a group that's inherently violent. Presumptive Democratic nominee John Kerry was scaring old people as usual with the predictable. Und Fox wirft Kerry vor, den Alten Angst zu machen, indem er Bush boshaft unterstelle, deren Sozialzuschüsse streichen zu wollen. Well for Democrats in the past. Assuming that the unthinkable happens and that Senator Kerry becomes president. You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced. Sie strahlen fast jede Wahlrede von Bush zur Gänze aus, ganz gleich von wo und wie oft sie schon gezeigt haben. Sie schneiden diese Wahlversammlungen live mit, als ob sie echten Nachrichtenwert hätten oder Bush etwas Weltbewegendes sagen würde. And your ability to make good decisions, like marrying your wife Carolyn. Fox portrays his every action as a heroic move, as a, you know, Fox stellt jede seiner Handlungen als Heldentat dar, als etwas Dramatisches oder Bedeutsames. Es muss an Tagen, an denen Bush gar nichts Interessantes tut, besonders schwierig sein, ihn zum Helden hochzustilisieren.
Die meisten Leute begannen langsam aufzuwachen und sich zu fragen, heißt das, dass es diesen Fairness-Grundsatz gar nicht mehr gibt? Als ich noch für politische Ämter kandidierte, bin ich oft auf der Straße angesprochen worden. Ich habe neulich einen Gegenkandidaten im Fernsehen gesehen. Müssen sie nicht genauso viel Sendezeit kriegen? Und ich wurde mir erst viel später dessen bewusst, dass wir das schon in der Reagan-Ära verloren hatten, dass über beide Seiten angemessen berichtet wird. Both sides to be adequately covered. Clearly on the Republican side, what we do know. Was die republikanische Seite betrifft, so wissen wir schon seit Jahren, dass sie ihre sogenannte Botschaft des Tages mit den sie unterstützenden Meinungsmachern koordinieren. Dann trommeln Fox und Rupert Murdochs Mediennetz diese Botschaft so lange weiter, bis sie ein Echo findet und in ganz Amerika widerhallt. Kerrys Gegner schmähen ihn gern als Flip-Flopper, als einen Mann, der seine Meinung nach Bedarf ändert oder widerruft. I actually did vote for the $87 billion before I voted against it. Senator Kerry recently said, quote, I actually did vote for the $87 billion before I voted against it. End quote. Kerry, der die Ablehnung seines Flip-Flop-Abstimmverhaltens zu spüren beginnt, ist in West Virginia. President Bush doing a good job of defining Kerry as a flip-flopper, and you're saying he flip-flopped on the issue of this? Because he does seem to agonize and flip-flop over and over and over again. He's flip-flopped on all these issues. Beneath Kerry's flip-flopping is an opportunistic flip-flopper. You're talking flip-flops. New brand of summer footwear, John Kerry flip-flops. They say that he flip-flops a lot. So he's flip-flopped now on every major issue. Would those be the flip-flops? Because he's flip-flopped. Flopped on everything else. Is Senator Kerry guilty of flip-flopping on the issue? He flip-flops like crazy. First of all, flip-flop. You've seen him flip-flop on a whole variety of issues. Opportunistic flip-flopper who doesn't have any principles. Is that a little harsh? I think. Ich glaube, das beweist nur eines, wie schwach John Kerry ist. You're watching Fox News, real journalism, fair and balanced. Nur noch 263 Tage, bis sie entscheiden können, dass George W. Bush eine zweite Amtsperiode verdient. John Kerry mag sich wünschen, das Mikro abgeschaltet zu haben, als er über unsere große alte Partei herzog. Die grobe Beschimpfung seiner Widersacher lässt seinen Wahlkampf in einem unguten Licht erscheinen. Presidential hopeful John Kerry got caught on tape in some candid remarks that he didn't want everybody to hear, but we did. John Kerry has been lashing out at President Bush and by extension Republicans for a long time. Nothing new there. You see a picture of George Bush, you expect to see here orgel. Wenn George Bush im Bild ist, erwartest du gleich anschwellende Orgelmusik, Beleuchtung von hinten und einen gütigen Blick der Madonna. Und bei John Kerry hörst du nur die Stimme des Satans. This is the devil, he is evil. Is it true the reports that we're seeing, did John Kerry on the slopes curse out a Secret Service agent? Is that true? I think Kerry needed this vacation. He was showing some fatigue. I mean, the nur noch 217 Tage, bis Bush wiedergewählt wird. They're saying John Kerry looks French. John Kerry looks French. Kerry, the man who would be America's first French president. Ein republikanischer Spin-Doktor hat einen pikanten Einfall. Der Kandidat für das Präsidentenamt wirkt gar nicht amerikanisch, sondern französisch. Jimmy Carter, French John Kerry model. Are the Republicans going to effectively be able to make Kerry French? Good afternoon, everybody, or as John Kerry would say, bonjour. French are thinkers. And that doesn't go into the code of the American presidency. Aber Franzosen gelten bestenfalls als Denker, nie als Männer der Tat. They never do anything with their thinking. I believe that Mr. Kerry has to get away of this image if he wants to win. Right now, I think he's not in the American archetype. Why? He's on vacation. If the archetype is to take action and you are taking vacation, I mean, you're definitely not, you don't fit the code, you are off code. And so that's why. Thank you very much. You are hereby invited back. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Wirtschaftslage zu interpretieren. Bei Fox wählt man immer die optimistische. Statistiken, die beweisen, dass es aufwärts geht. Und sie danken Gott für Präsident Bush, der das bewirkt hat. The economy, of course, shaping up to be one of the hot-button issues in this presidential campaign. Polls show the economy is shaping up to be a major issue of the presidential campaign. Alle wundern sich, wie gut es der Wirtschaft geht, und es wird mich jeden Tag noch besser. I think the economy is growing, and I think it's going to get stronger. Bush verspricht 2 Millionen neue Jobs, Beweis für einen enormen Aufschwung. Gross domestic product, confirming it rose at a healthy 4.1%. Die Wirtschaft scheint derzeit Wachstumshormone einzuwerfen. The fact is that the economy is improving. The economy will roar in 04, every sign indicates. Roar in 04, that sounds like a Bush. 204 days until George W. Bush is re-elected.
We're creating jobs. Good, high-paying jobs for the American citizens. Der Präsident wird in Charlotte über Fortbildungsprogramme sprechen. Gestärkt durch die 300.000 neuen Jobs, die letzte Woche gezählt wurden, kann er auf seine erfolgreiche Politik stolz sein. New jobs grew last month at the fastest rate in 4 years. With the news this morning, 308,000 new jobs were created last month. They're drinking the Maalox right out of the gallon bucket at the Kerry campaign. What this Kerry plan will do is punish successful companies, and that's bad. If you want to Fox ist empört, als Kerry verkündet, die großen Konzerne und die Reichen besteuern zu wollen. Back to America. Well, someone here says, watch out. Kerry's plan will end up killing more jobs instead. I said previously that the market was new. Neutral on John Kerry. I think that was utterly wrong. I think the market is down on John Kerry. When the market goes down, one of the things you often hear. Wenn die Kurse fallen, hört man immer, dass die Börse einen Sieg Kerrys befürchtet. And out comes a poll showing Kerry with a 4 or 5 point lead. Down goes the market big time. And how they know that the market went down? Und wie wollen sie wissen, dass die Börsenkurse fallen, weil man sich angeblich wegen Kerry sorgt, statt sinkende Zinssätze oder geringere Gewinne verantwortlich zu machen? Aber sie lieben es, so zu tun, als wären sie Hellseher und könnten die Gedanken des Marktes lesen. Pretend that they're Karnak the Magnificent. They can read the mind of the market. Sure, we got terror threats, gas prices sky high, but Forbes says the economy is still strong and getting stronger every day. There you have it, 196 days till we re-elect George W. Wait, the election's over? All right, thanks for letting me know. It's almost there. Ich glaube, Fox News hatte die größte Profitsteigerung von allen unseren Tochtergesellschaften. Was Murdoch besonders gefährlich macht, ist die Tatsache, dass er in erster Linie ein Politiker ist und seine immense Medienmacht dazu verwendet, Inhalte und vor allem die Nachrichten in die Form zu bringen, die für seine Interessen und jene seiner Verbündeten, inklusive der konservativen Rechten, am nützlichsten ist. Letztlich ist Fox ja nichts anderes als eine Rund-um-die-Uhr-Werbung für die Republikaner. MSNBC, I worked as a senior producer on the Donahue, Phil Donahue. Bei MSNBC war ich verantwortlicher Produzent der Donahue Primetime Show. Von Anfang an hatten wir die Auflage, ausgewogen zu sein, nicht auf Konfrontation zu gehen, nicht parteiisch und nicht zu zornig zu wirken. Und dann, nach 10 Jahren, genügte diese Ausgewogenheit nicht mehr. Und das war der Fox-Effekt. Plötzlich wurden wir beauftragt, wenn wir 2 linke Gäste hatten, 3 aus dem rechten Spektrum einzuladen. Wenn wir einen Kriegsgegner hatten, mussten 2 Befürworter her. Und das war das Ende unserer Show. Wir haben versucht, ausgefuchster als Fox zu sein. Und das ist unmöglich. Aber wir und ein paar andere haben es versucht, da die Unternehmens- und Eigentümerstrukturen der anderen Kanäle es niemandem erlaubten, gegen Fox zu programmieren, lief es so, wie es im Fernsehen meistens läuft. Dann imitiert man lieber. You know, I think the standard right now is Fox, and I want to be as interesting and as edgy as you guys are. It's influencing its competitors. Fox beeinflusst seine Konkurrenten. Deshalb hat MSNBC Joe Scarborough angestellt. Und deshalb hat CNN vor einigen Wochen begonnen, so ziemlich alles zu berichten, was das Weiße Haus hören will. Man hat jetzt das Gefühl, dass mit der US-Fahne Geld zu machen ist. Und Fox weiß das und seine Konkurrenten wissen, dass Fox etwas im Schilde führt. Die Nachrichtenbranche steuert heute immer mehr in Richtung Unterhaltung und in manchen Fällen Propaganda. Und die endgültige Richtung geben letztlich die großen Konzerne vor, denen die Anstalt mit ihrem Nachrichtensender gehört. Es heißt nicht grundlos Nachrichtenbusiness, die Nachrichten sind ein Geschäft. Sie geben ungern Geld für seriöse Geschichten aus. Sie haben lieber billige, leichte Geschichten, auf die man aus dem Bauch reagiert. Mich beunruhigt am meisten, dass beim Fernsehen ein Großteil des Nachrichteninhalts nicht mehr aus den Newsrooms kommt, sondern direkt aus der Werbeabteilung. Es ist teuer, den Dingen auf den Grund zu gehen, und so ist es billig. Und heute ist alles nur eine Frage des Geldes. Wenn Sie zum Nationalverband afroamerikanischer Journalisten gehen oder zu jenem der hispanischen, asiatisch-amerikanischen oder der amerikanischen Ureinwohner und mit den Leuten reden, dann sehen Sie bald, dass die Anzahl der ortsgebundenen Journalisten, der Lokalreporter, deutlich gesunken ist. Um Geld einzusparen, haben viele Rundfunkanstalten ihren Angestelltenpool geschrumpft und das vor allem auf dem Nachrichtensektor ihrer Stationen. Und deshalb sinken auch die Chancen für junge
junge, dynamische Anfänger, die bisher als Rundfunktalente in kleinen Städten erste Erfahrungen sammeln konnten, ganz beträchtlich. Eine derartige Machtkonzentration wird immer missbraucht werden. Das ist einfach inakzeptabel in einer freien Gesellschaft. Wenn wir das System nicht ändern, werden wir dieses Gespräch noch in 50 Jahren führen und über Rupert Murdoch den Dritten reden. So wie Gesundheitswesen, Wirtschaft und Umwelt politische Themen sind, die uns alle betreffen, ist auch die Kontrolle der Medien durch ein paar Konzerne ein riesiges politisches Problem. Wenn ein einziger Sender so mächtig ist und so bewusst jede Diskussion zu unterbinden sucht, wird jede Möglichkeit einer Auseinandersetzung oder Analyse der herrschenden Zustände extrem eingeschränkt. Und dagegen sollten die Bürger sich zur Wehr setzen. Wir dürfen das nicht mehr akzeptieren. Und wenn wir es dennoch tun, hinterlassen wir unseren Kindern und unseren Enkelkindern eine viel minderwertigere Demokratie, als wir sie hatten. Und das ist vielleicht das Einzige, wozu wir nicht das Recht haben. It's ironic that it's been what? 30 years since Paddy Chayefsky wrote Network. Es ist schon 30 Jahre her, dass Paddy Chayefsky den Film Network schrieb. Aber ich erinnere mich noch immer an die prophetischen Worte von Peter Finch. Es ist Zeit, öffnet eure Fenster, schüttelt die Faust und sagt, ich bin verdammt wütend, ich werde mir das nicht mehr gefallen lassen. Diese Worte haben heute mehr Gültigkeit denn je. Die Menschen sind ehrlich empört. Heb deinen Hintern und werde aktiv. Und wenn du Dinge siehst, die parteiisch und ungerecht sind, beschwer dich beim Sender und sag, dass du dir das nicht mehr ansiehst. Die Inhalte müssen sich ändern und die Macht muss auf andere übergehen. Das können wir nur so erreichen, wie wir es bisher erreicht haben. Wir müssen jene direkt angreifen, die die Macht haben, und sie uns wieder zurückholen. Mächtige Interessensgruppen machen hinter verschlossenen Türen Politik, ohne die Öffentlichkeit zu informieren oder daran teilnehmen zu lassen. In den letzten paar Jahren haben wir aber gelernt, dass die Öffentlichkeit sich dessen bewusst wird und beginnt, sich dagegen zu organisieren. Amerikas digitales Schicksal hängt derzeit in der Schwebe. Mit dem richtigen Aktivismus und mit der Empörung der Öffentlichkeit können wir eine Medienlandschaft aufbauen, die so aussieht, dass es in jeder Gemeinde Kanäle gibt, die dem öffentlichen Interesse dienen. Wenn Sie jetzt zu Hause Radio einschalten und auf allen Kanälen nur einen rechtsextremen Spinner nach dem anderen geifern hören, dann nutzen Sie Ihre Bürgerrechte und sagen Sie dem betreffenden Sender, es reicht mir jetzt. Es gibt da draußen auch progressive Stimmen. Wenn ein Fox-Fernsehsender in Ihrer Stadt Berichte ausstrahlt, von denen Sie wissen, dass sie inakkurat sind und die Nachrichten verfälscht wiedergeben, haben Sie als Bürger Macht. Gruppen wie Code Pink und andere haben schon vor TV-Anstalten demonstriert und protestiert. Im Grunde müssen wir die Rolle von Paul Revere spielen, in die Nacht hinausreiten und die Leute warnen, dass etwas Schlimmes passiert, wogegen man etwas tun muss. Ride out into the night, alerting people that there's something bad going on here, and something needs to be done about it. Here's what I'd love to have happen. Schön wäre Folgendes. Eine Familie aus Nebraska macht Urlaub in Washington, besucht Luftfahrts- und Weltraummuseum, Vietnam Memorial und zum Schluss noch die Kommunikationskommission, um dort zu deponieren, was uns allen am Herzen liegt. Wenn das passiert, würde man uns vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit widmen. Aber das kann nur passieren, wenn wir es auch versuchen. Wir können gewinnen. Die Stärke des Systems beruht nur auf der Apathie der Leute und ihrem Glauben, nichts ändern zu können. Aber die Entwicklung zeigt, sobald wir dagegen aufstehen, wird es wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Es ist keine Frage von rechts oder links, es geht um die ganze Bevölkerung. Die Menschen müssen endlich sagen, dass es um ihre Demokratie geht und sie nicht mehr 5 Konzernen zum Nutzen der Aktionäre und auf Kosten des Gemeinwohls unseren Äther überlassen. Ich bin aus einem Bezirk in Maine, der hauptsächlich aus Fischerdörfern und kleinen Küstenstädtchen besteht. Und wir hatten viele Jahre eine kleine örtliche Radiostation, die lokalpolitische Debatten brachte, das Wetter und Dinge von allgemeinem Interesse für die Menschen in der Gegend.
Jeder hörte den Sender gern, bis er von Clear Channel gekauft und völlig umgekrempelt wurde. Aber die Einwohner waren über diese Übernahme so verärgert, dass sie den Kampf gegen Clear Channel aufnahmen, sich um eine FM-Radiolizenz bewarben und schließlich siegreich blieben. Heute gibt es wieder eine kleine Radiostation, die aus einer Garage sendet und von Freiwilligen nach Gutdünken programmiert wird. Bis 5 Uhr Nachmittag. Denn dann erzählen die Leute einander via Radio die letzten Neuigkeiten der Gemeinde. Seit einem Jahrzehnt entwickeln wir alternative Infrastrukturen. Heute haben wir ein Online-Publikum von 10.000 täglichen Besuchern unserer Homepage, dazu die Hörer unseres neuen Kurzwellensenders, und demnächst werden wir hier auch öffentlich zugängliches Fernsehen haben. Diese alternative Medieninfrastruktur im Aufbau ermöglicht uns, schon jetzt miteinander zu kommunizieren, ohne die gelegentlichen Leserbriefe an das Blatt irgendeines Zeitungsmonopols und ohne die seltenen Berichte in den Funkmedien, die sowieso alle nur Clear Channel, Sinclair oder Fox gehören. Als der Nachrichtenmedienkontrollrat seine Arbeit begann, war eines unserer ersten Projekte, farbige Jugendliche, Teenager, zu rekrutieren und sie den Fox-Tochtersender in der Bay Area studieren zu lassen. Wir schafften es sogar, für die Studie eine Redaktionssitzung zu organisieren. Das war wahrscheinlich das erste Mal in 15 Jahren, dass die Gruppe eines Bezirkskreises von ihnen etwas verlangt hatte. Sie tun sonst, was sie wollen, weil keiner weiß, dass man auch etwas fordern kann. Es war daher eine ziemlich erhebende Sache für uns zu erleben, dass man sogar von einer Fox-Nebenanstalt etwas verlangen und auch bekommen kann. Und dass wir zu den Ersten gehörten, die das auch taten. Das ist ein Trend, den wir jetzt forcieren wollen. Solange die Menschen sich nicht zusammenschließen, können sie sich einfach nicht vorstellen, sogar von einem Fernsehsender Rechenschaft verlangen zu dürfen. And demand something.